Ja, herzlich willkommen zum Kielport Kieler Wochetipp und zwar diesmal für den Montag. Montag, traditionell ja ein Tag, der ein wenig verschlafener für den Kieler Wochebesucher ja ist, weil man ja das Wochenende gerade erst hinter sich gehabt hat. Aber nichtsdestotrotz geht es natürlich weiter und es gibt auch einiges, was man dort wieder erleben kann. Und wenn man denn frei hat oder ein Kind ist, dann geht das auch, wenn man möchte, schon mittags los. Zum Beispiel wieder der Zauberer von Oz auf der Krusenkoppel kann man dort erleben. Oder die ABK Kleinkunstbühne. Das ist am Klein- bzw. An der Kiellinie. Dort eine kleine Bühne und da sind ein Großteil der Kleinkünstler, die dann dort auftreten. Für alle die sich wundern, warum es etwas weniger in der Innenstadt sind, die sind dann teilweise eben dort. Ab 13 Uhr. Dann, wie gesagt, Zauberer von Oz ab 14 Uhr. Wir haben auch wieder die junge Bühne Kiel. Da sind oftmals dann die Leute auf der Bühne besonders aufgeregt und freuen sich aber auch besonders darüber, wenn Leute dann mal stehen bleiben und zugucken, weil das sind dann eher Musiker, die bisher noch nicht so oft aufgetreten sind und dann zwar ihre Familie da vor der Bühne haben, aber vielleicht ja dann auch gern noch mal jemanden, der dabei sein möchte. Deswegen die ganze Woche also dieses Mal die junge Bühne. Das Hoftheater im Park. Das gibt es auch die ganze Woche und so natürlich auch an diesem Montag. Und zwar gepaart mit Park, gemeint ist hier der Hiroshima-Park. Auch da geht es um 14 Uhr los. Das ist dann mit Puppenspielern und. Zwar vor allem sicherlich auch für Kinder, aber auch Erwachsene haben da durchaus ihren Spaß. Das garantiere ich, naja, so ein bisschen zumindest. Dann gucken wir mal, was gibt es noch? Rathausturmbesichtigung zum Beispiel. Ab 10 Uhr morgens, wenn man schon immer mal Kiel bei der Kieler Woche von oben sehen wollte, kostet mal ein bisschen Eintritt, aber ist sicherlich mal ein ganz besonderes Erlebnis, da auf diesen Rathausturm raufzugehen. Man ist da allerdings ein wenig beengter da oben, aber gut, deswegen muss man ja nicht dann das dann unterlassen. Dann Stadtteilfeste gibt es ja auch fast jeden Tag. Eins davon ist an diesem Montag in Meimersdorf. Ab 15 Uhr kann man dort mit Meimersdorfern die Kieler Woche feiern. Dann Abendprogramm haben wir zum Beispiel Lotto und Pape, also Lotto King Karl. Unplugged gibt es und zwar im Kieler Woche Musikzelt an der Revenlohwiese. Lotto King Karl war ja schon am letzten Freitag auf der Kieler Woche. Ja, und nun ist er also nochmal da, aber eben diesmal dann nur mit Gitarre, wenn ich mich recht entsinne. Texas Lightning, so ein bisschen Feeling vom European Song Contest haben wir dann auch in Kiel, nämlich an diesem Montag um 20 Uhr an der NDR-Bühne mit Olli Dietricher zum Beispiel am Schlagzeug. Also ja, wer das gerne sehen will, die waren ja durchaus jetzt schon öfter auf der Kieler Woche, der ist dann dort richtig. Illuminati ist heute der Film, der im Open-Air-Kino ab 22.15 Uhr gezeigt wird, im Schlossgarten. Also wer den noch nicht gesehen hat, der sollte das sich vielleicht dann auch mal angucken. Dauert aber, glaube ich, ein bisschen länger, der hat ein bisschen Überlänge. Und der Top-Act sozusagen an diesem Montag, das sind nämlich die Wise Guys, eine A Cappella-Band, die letzten Jahre zwar auch auf der Kieler Woche war, aber dort dann jeweils auf der Krusenkoppel für Eintritt aufgetreten ist. Diesmal gibt es sie umsonst, beziehungsweise ohne Eintritt, auf der Unser Norden-Bühne am Ende der Hörn. Und das Ganze geht schon los um 19.30 Uhr. Das ist wirklich spaßiger A Cappella-Sound, der durchaus Laune macht auf mehr. Ja, das war der Montag und wir sehen